Hi und willkommen hier zu Let's Play Landwirtschaft Simulator 2017. Ja, es ist wieder soweit, der neue LS ist da. Und ja, ich habe hier schon mal einen Probespielstand, den ich aber eigentlich löschen kann. Wir spielen auf normal und auf der neuen Map. Wir sind Mann und haben ein rotes Oberteil. Ich spiele mit den zwei Mods hier. Beziehungsweise Mods sind es nicht, die sind einfach schon von Anfang an hier im Spiel mit drin. Warum die jetzt Mods heißen, ja, weiß ich auch nicht so genau. Und ja, damit können wir schon starten. So, das Tutorial brauchen wir jetzt an sich nicht. Können wir überspringen. Und ja, schauen wir uns gleich mal ein wenig um. Wir haben also hier jetzt den neuen Pickup. Wir können jetzt die Züge steuern. Und dann können wir hier gleich mal einen Helfer einstellen. Ich habe jetzt schon ein bisschen privat gespielt, weiß schon ein bisschen, wie es abläuft. Also das Spiel ist doch ein bisschen anders wie der LS, ja, 2015. Aber an sich, das Spiel ist immer noch gleich. Zwar mit den Tieren, das läuft alles ein bisschen anders jetzt. Aber an sich, ja, muss man sich halt auch mal erst Geld erwirtschaften, dass da ein bisschen was läuft. So, ich habe jetzt auch rausgefunden. Oder auch nicht. Genau, Sämaschine, Saatwellen geht jetzt auf Z. Ja. Also machen wir hier mal Weizen, ist glaube ich das hier. Und dann gehen wir hier mal ansehen. Ja. Ich habe ja das 1,5-stündige Vorstellungsvideo zum Landwirtschaftssimulator 2017 gemacht, also diesen Let's Test. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon online ist, wenn dieses Video rauskommt. Ich glaube, der kommt erst später raus, aber könnt ihr euch gerne mal anschauen. Da habe ich mal so geschaut, was so grundlegend neu ist im Spiel und mal die Map ein bisschen angeschaut, die neuen Funktionen angeschaut. Mich ein bisschen dumm angestellt bei den Schweinen. Ich wusste echt nicht, wie man Tiere kauft, aber jetzt weiß ich's. Und ja, das werden wir alles noch nach und nach im Let's Play auch machen. So, hier haben wir ein schönes Fragezeichen für Stroh und Heu. Gut, dann wissen wir das auch schon mal. Hier vorne ist das Silo. Genau. Und ja, das Auto ist recht praktisch. Das geht jetzt hier im LS17 über 100 km/h. Was schon mal ganz praktisch sein kann. Ja, wir lassen jetzt den hier mal dreschen. Und genau, der kann hier dabei warten. An sich können wir jetzt sonst eh nichts machen. Darum geben, probieren wir jetzt gleich mal eine der neuen Funktionen aus. Und zwar können wir jetzt für andere Felder Arbeiten erledigen, für andere Bauern sozusagen. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel hingehen, können wir hier eine Aufgabe machen und können jetzt hier dreschen, bekommen dann dafür 8.900 Euro, bekommen also ein bisschen Geld dafür, was ganz gut ist, könnten jetzt hier das Feld kaufen oder die Mission starten und bekommen die zwei Maschinen zur Verfügung gestellt. Also jetzt hier die, den Drescher hier. Und ja, dann dreschen wir das Feld mal. Haben ein Zeitlimit von 20 Minuten. Können uns so vorstellen, wie wenn wir das jetzt für einen anderen Bauern oder so machen. Das sind halt jetzt so die Missionen. Ist an sich eigentlich ganz cool. Ob es die andere Mission noch gibt, weiß ich jetzt gar nicht. So, wir müssen nur mal, das Auto steht nämlich ein bisschen im Weg. Irgendwie komme ich da nicht hin. Müsste aber jetzt eigentlich ziemlich passen. Ah, jetzt. Gut. Ja, den Helfer kann man hier jetzt logischerweise natürlich nicht einstellen. Wäre auch ein bisschen unlogisch, wenn der jetzt für uns die Arbeit machen kann. Und wenn wir jetzt hier aus dem rausgehen, dann sehen wir schon die Zeitanzeiger. Und wenn wir es in der Zeit nicht zum Feld zurückschaffen, dann ist die Mission missglückt. Das heißt also, wir sollten schon hier bleiben und hier das machen. Und das machen wir jetzt auch. Also, ja, erstmal Ernte und dann hier Ernte aufklappen. Dann können wir hier dreschen und normalerweise müsste das ganze Feld jetzt hier in den ganzen Drescher gehen. Wie stoppt man jetzt den Drescher? Schneide überheben, senken. Jetzt hier auf B, genau. Ja, es gibt jetzt auch drei verschiedene Lichtstufen, zumindest bei den meisten Fahrzeugen. Und das ist, glaube ich, auch ein neuer Drescher. Der Arcos 595.
Ja, da ist schon einfach mal das Feld. Von innen die Fahrphysik hat sich auch ein wenig geändert. Das läuft jetzt alles ein bisschen runder und so weiter. Alles ein bisschen realistischer. Ich fahre aber trotzdem im LS lieber von außen. Und ja, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, habt ihr schon den LS15, ich würde mal sagen LS15. Ich meine natürlich, habt ihr schon den LS17 oder wie gefällt er euch bereits? Was wollt ihr alles für Videos dazu sehen? Ich habe einige Videos geplant. Ein Let's Play Together haben wir geplant, da hat man gerade auch schon 2 Folgen aufgenommen. Allerdings ist das Ganze ein bisschen missglückt und irgendwie nicht so geworden, wie wir uns vorgestellt haben. Wir sind da nur irgendwie ohne Plan rumgelaufen. Darum werden wir das nochmal wiederholen. Und ja, an sich ist noch geplant ein Gewinnspiel zu einer LS-Version, weil ich diese Version, was ich jetzt hier spiele, habe ich zur Verfügung gestellt bekommen von Giant Software bzw. Astragon. Dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und ich nutze natürlich das Geld jetzt eigentlich, das was eigentlich für den LS17 gedacht wurde, nicht irgendwie rein zum Ausgeben oder so. Nö, ich habe dafür eine weitere LS17 Version gekauft und die werde ich verlosen für euch und die könnt ihr dann gewinnen. So, das Menü machen wir jetzt hier mal aus auf F1, weil das ein bisschen groß ist und ein bisschen störend. Die Karte kann man jetzt auch ausblenden, was ganz praktisch ist für Screenshots. So hier. Und ja, ich glaube mal, also in der Zeit müssen wir das Feld eigentlich locker schaffen. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen, dass es so lange dauert. Das wäre dann schon ein bisschen verwunderlich. Ja, ausleeren müssen wir uns Gott sei Dank nicht. Das passt dann schon so. Und ja, wie gesagt, ein bisschen was ist jetzt schon neu an dem Spiel, weil wir haben es jetzt wirklich nicht so geschafft. Also wir haben zwar schon die üblichen Aufgaben gemacht, aber es ist halt jetzt hier relativ schwer Geld zu erschaffen und nicht mehr so leicht wie im LS15. Und wenn man jetzt dort zu dritt spielt, kann man halt nicht recht viel machen am Anfang. Ja, darum müssen wir jetzt ein bisschen ins Spiel reinkommen, dann werden wir erst das letzte Play Together aufnehmen. Und es gab halt jetzt das letzte Test vom LS17 und das letzte Play wird auch eins der Hauptreihen sein, was so kommt. Und ja, so ist es alles geplant. Und ihr könnt dann auch mitentscheiden, wenn wir mal genug Geld haben. Wenn wir jetzt mal vor einer Entscheidung stehen, soll man uns erst die neue Rundballmaschine kaufen oder die Quarterpresse oder sowas. Ja, mal sehen, wie das Ganze so wird. Ich plane jetzt erstmal täglich eine Folge, denke ich. Ich habe jetzt dann momentan Zeit zum Aufnehmen. Nächste Woche habe ich Urlaub. Was ich vielleicht auch mal vorhabe, wenn genug Mitspieler wären, dass wir einfach mal eine Runde spielen. Das heißt, ich mache einen Server auf im Multiplayer und da können wir dann zu 10 oder so einfach mal spielen. Ja, könnte man machen. Wäre vielleicht ganz nett. Haben wir damals beim LS15 auch mal gemacht mit meinem Kumpel miteinander. War eigentlich recht schön, aber mal schauen. Ja. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. So, jetzt haben wir eh schon das, naja, halbe Feld noch nicht, aber gleich. Für unseren privaten Drescher können wir uns ja dann das große Schneidewerk kaufen, wenn wir dann mal Geld haben. Ja, das kann man ja auch am kleinen Drescher dran tun. Ging zumindest im Landwirtschaftssimulator 2015. Man kommt da voll durcheinander. Ich denke immer noch, der aktuelle ist der LS17, weil es halt wirklich Leute, ich denke immer noch, der aktuelle Landwirtschaftssimulator ist der LS15 und nicht der LS17. Weil halt wirklich der LS17, wenn ich so zu... Ist der... Oh, Leute, ich bringe da auch durcheinander LS15, LS17. Nein. Der LS15 kommt halt wirklich so vor. Der ist halt noch gar nicht so alt jetzt und eigentlich immer noch recht aktuell. Und da es jetzt schon wieder einen neuen gibt. Klar, es sind 2 Jahre rum, aber für mich verging das jetzt irgendwie schneller wie damals von LS13 auf LS15. Und ja, aber an sich gefällt mir das Spiel schon recht gut. Ich habe jetzt schon ein bisschen rumgespielt. Ich habe zwar noch keinen privaten Spielstand, ich habe bis jetzt immer nur aufgenommen. Oder wir haben im Multiplayer ein bisschen was ausprobiert. Privat werde ich jetzt dann auch noch einen Spielstand anfangen und den privat halt soweit spielen. Und ja, mal schauen, ein bisschen was ausprobieren. Das mit den Tieren zum Beispiel und so, dass ich nicht alles blind mache im Let's Play.
Momentan wären wir jetzt fürs Let's Play Together zu dritt. Falls da jemand Lust hat mitzuspielen, kann er das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Voraussetzung ist natürlich, ihr müsst Teamspeak haben, also das könnt ihr euch runterladen, kostenlos. Dann müsst ihr ein gutes Mikrofon haben, dass man euch gut versteht. Und ja, an sich wäre es das eigentlich. Und ihr müsst halt Hochdeutsch reden. Wenn andere YouTuber mitspielen, dann wäre das natürlich, die wissen das, aber falls jetzt andere mitspielen möchten, im Let's Play Together, man kann ja da auch immer ein bisschen tauschen, das muss ja nicht jedes Mal die gleichen mitspielen. Nur ich bin immer dabei, dass meine Folgenreihen stimmen, wahrscheinlich. Naja, werden wir sehen. Gut. Ja, also von der Zeit reicht es schon ziemlich. Wir haben ja das Ganze jetzt auch ein bisschen rausgezögert. Nur ich kann halt jetzt gar nicht schauen, was die Helfer am Hof machen. Die bräuchten wahrscheinlich schon mal wieder Hilfe, aber ich kann halt da jetzt wirklich nicht helfen, leider. Die wieder ausstellen. So, erst dachte ich, dass es im LS17 eine neue Funktion gibt, dass die Helfer selber zum Feld fahren und so, aber das ist scheinbar doch nicht gekommen. Also es gab ja sehr viele News und alles und immer Berichte, was Neues und so weiter. Ich habe aber da wirklich eigentlich fast nie reingeschaut. Nur so am Anfang immer gelesen, was so neu sein soll, aber so am Ende wollte ich mich jetzt nicht spoilern lassen und nicht alles schon vorher wissen. Ja, performancemäßig muss ich sagen, läuft das Spiel bei mir sogar besser wie der Landwirtschaftssimulator 2015. Es gibt viel mehr Einstellungen jetzt, aber das habe ich alles in dem letzten Test gezeigt. Und ja, das sollte jetzt dann auch online gehen. Am 25. nehme ich das jetzt auf. Das wird so heute Nacht zum 26. online gehen, das Video. Und ja, ich bin mir gerade bei meiner Smartwatch ist der Akku leer, weil ich gerade auf die Uhr schauen wollte. Da muss ich doch mal am Handy schauen. 19.38 Uhr ist gerade. Ja gut, dann kommt die Folge schon noch heute raus. Und ja, morgen dann der letzte Test, weil das dauert halt doch 1,5 Stunden, der letzte Test. Den kann ich halt dann nicht so schnell hochladen, weil es halt doch ein paar MB sind. Beziehungsweise ich glaube, das ist sogar ein Gigabyte. Ja. So, jetzt nur kurz was geschaut. Genau. Ich bin nämlich momentan auch am Überlegen, ob ich mir einen neuen PC kaufe. Weil ich, ja, mein Laptop hat halt immer so Probleme mit dem Lüfter. Ich habe zwar das jetzt einigermaßen in den Griff bekommen, aber trotzdem nervt es mich ein bisschen. Und ich habe halt immer mal wieder Probleme mit Aufnehmen und so, und das ist halt nicht so schön. Und ja, da bin ich gerade so ein bisschen am Verhandeln mit ein paar Leuten. So, jetzt sind, das sollte natürlich nicht passieren. Wenn man aufs Handy gleichzeitig schaut, ist es nicht so gut. Ja, man kann jetzt da gerade nicht viel erzählen, wenn man immer das gleiche hier macht, hin und her fahren. Ich hoffe, das langweilt euch jetzt gerade nicht ein bisschen, aber wir bekommen halt 10.000 Token dafür. Das ist dann schon recht gut. Ich hoffe mal wirklich, dass die unsere Helfer weiterarbeiten dabei. Das kann ich ja mal kurz schauen. Der Wart. Ja gut, die arbeiten hier schon weiter. So. Tempomat, kann man das jetzt hier auch einstellen? 3, 2 und 1 sind die Stufen. Da ändert sich zwar nichts zwischen den Stufen, aber ist egal. Wir können ja auch mal ganz außen fahren. Dann wirkt so, als wären wir schneller fertig. Haha. ja, die Spiegel, die haben sich ein bisschen verbessert, meiner Meinung nach. An sich, die Grafik ist schon ziemlich gleich geblieben, aber vorhin war jetzt ein recht schöner Sonnenuntergang, wie wir das Let's Play Together so aufgenommen hatten. Das sah schon sehr schön aus und eigentlich, ich sag mal so, der Landwirtschaftssimulator braucht jetzt nicht eine viel bessere Grafik. Das passt eigentlich so, also. Es gibt zwar immer so die Spiele, der Farm-Expert oder was weiß ich, was da immer so gibt, Agrarsimulator. Da ist zwar die Grafik teilweise besser, aber dafür laufen die Spiele dann überhaupt nicht so. Zu sagen, fast wie der Fernbus-Simulator. Tolles Spiel, aber scheiß Performance sozusagen. Und ja, an sich
ist halt auch nicht so umfangreich wie der LS, auch wenn es besser aussieht vielleicht oder so, aber an sich ist das Spiel eigentlich nicht so geil, wie es angekündigt wird, weil die entwickeln da immer nur ein Jahr oder nicht mal ein Jahr dran und klatschen das einfach am Markt raus. Und die Landwirtschaftssimulator-Entwickler Giants entwickeln halt doch immer weiter an jeder Version und schauen halt, dass die Neuerung wirklich gut umsetzen, das Ganze noch einfach bleibt und auch auf älteren PCs gut läuft. Also das finde ich schon recht gut so, und von dem her passt die Grafik. Ich habe die natürlich hier auf maximale Einstellung gestellt, läuft auch alles sehr flüssig. Ich glaube, ich nehme jetzt auf mit 30 FPS, mit 60 ging es zwar auch, habe ich schon probiert, aber ja, macht jetzt nicht so den großen Unterschied. Also na gut, ja, ich glaube, ja, zweimal werden wir noch fahren müssen, dann haben wir's. Ja, in einem Zug schaffen wir es nicht. Aber dann beim nächsten Mal. Ich frage mich sowieso, warum er da so lange Zeit hat. Aber gut, wenn man sich jetzt hier vorstellt, man müsste noch nebenbei das Zeug auslernen und dann wegfahren, das wäre doch nicht so gut. Also auslernen wird noch gehen, wenn ein Anhänger auf der Seite steht, aber wenn man es jetzt noch wegfahren müsste, das wäre dann nicht mehr so toll. Ja, die Folgenlängen, denke ich, werden sich immer so auf 15 bis 20 Minuten laufen. Am LS, ich habe jetzt zwar nicht genau auf die Uhr geschaut, wie lang die Folge jetzt schon ist. Okay. Nicht schlecht. Ich habe jetzt hier einen Lohn bekommen und einen Zeitbonus, obwohl ich nicht mal ganz fertig war. Also, ja, könnte man jetzt hier nochmal die gleiche Mission? Ne, jetzt bekommt man eine andere Mission. Das ist auf jeden Fall sehr gut, dass man nicht immer die gleiche Mission hier bekommt. Ja, kann man also immer mal zur Abwechslung machen. Ich dachte jetzt, ich muss das ganz fertig machen. War eigentlich auch schon ganz fertig fast. Ja gut, wir waren eh schon bei der letzten Spur, glaube ich, oder? So, wir fahren nochmal schnell am Hof hoch und schauen mal, wie es hier aussieht. Also das Auto ist wirklich sehr praktisch, um irgendwie schnell hinzukommen. Stellen wir jetzt hier einmal mal hier ab. So, dann müssen wir hier den ausleeren, den Kollegen. Die hier sind immer noch nicht fertig. So, einmal bitte Rohr ausfahren. Ja, dann haben wir schon mal ein bisschen Geld bekommen. Beim nächsten Mal können wir uns ja dann Kredit nehmen und dann schon mal einen guten neuen Traktor kaufen, uns den anschauen und so. Genau. So, dann leeren wir den hier noch aus. Also den Drescher. Warten wir, bis er ausgeleert ist. Der macht den Anhänger eh ziemlich voll. Gehen nicht mal zwei Ladungen rein von dem Drescher. Das dürfte aber schon bald leer sein. Ja, jetzt. Gut. Ja, dann bedanke ich mich bei diesem Video fürs Zusehen. Und mich würde es natürlich freuen, wenn euch das Let's Play gefällt. Und ja, wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen geben. Nach oben und ja, falls ihr den Kanal an sich noch nicht so kennt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und von dem her bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer der Stäuber und tschüss.